So, liebe Leute, herzlich willkommen bei den Brüder Games. Ihr kennt den Namen, ihr wisst, worum ihr geht. Wir sind hier wieder bei Little Nightmares. Lustigerweise habe ich mich dazu entschieden, jetzt den gleichen zweiten Part zu machen, hinten dran so. Warum nicht? Ich hätte es einmal weiter streamen können, aber irgendwie dachte ich mir, komm, was soll's. Haust du mal raus, machst du mal und freuen sich die Leute, weil ganz viele Leute auch immer schreiben, hier, wir sollen mehr Horrorzeug spielen und so. Deswegen spiele ich hier das kindliche Dark Souls mal weiter. Bin hier gerade noch am Einstellen von dem ganzen Zeug, warte kurz. So, dann geht es nämlich gleich richtig los und wir werden nämlich an der gleichen Stelle mal weitermachen, wo wir gerade eben schon die ganze Zeit gescheitert sind. Schon echt assi ist, aber keine Sa keine, keine Sorge, keine Sache, keine Sorge meine ich für uns. Schaffen wir easy. So, dann zocken wir mal weiter. Mal gucken, ob irgendwer noch vorbeikommt, wieder von den Leuten, die gerade eben zugeguckt haben. Waren ja 7 Leute am Start. Der Chat ging ja gut ab. Und sind um diese Uhrzeit am Sonntag. So früh dachte ich nicht, dass irgendwer von euch noch uff ist. Oder schon aufgestanden ist wieder. Wie auch immer. Aber man kann sich da auch festhalten, ich kann auch rechts an den Käfig springen. Okay, gut zu wissen. Hi! Lieber Kubilay 123, wie geht's dir? Wunderschön. Wunderschönes Hallo. Wir spielen halt Little Nightmares, den zweiten Part des kindlichen Dark Souls. Von Bandai Namco entwickelt. Ist vor 3 Tagen released worden, kostet gerade noch 19,90 € oder kostet 19,90 € im PSN Store zum Runterladen. Ich weiß gar nicht, ob es davon eine CD-Fassung gibt, bestimmt irgendwo. Oder ob es nur ein reiner Download-Titel ist. So. Und wir müssen die kleine Rätsel lösen, so wie du siehst. Müssen wir jetzt nämlich daran springen. Was schon die ganze Zeit nicht geklappt hat. Ja. Und immer noch nicht klappt. Oh, oh fuck, Mann, Alter. Scheiß Controller. Ach, Moment, Moment, das regt mich so auf. Sag ruhig Kubelei, nicht Kubelei. Kubilei. Kubilei. Kubi, kann ich einfach Kubi nennen? Kubilei. Kubi. Kubi, Kubi, Kubi. Ja, wie geht's dir so? Was machst du so? Wie war dein Sonntag bis jetzt? Ich bin schon seit 8 Uhr auf und war noch ein bisschen arg kann. Och, willst du mich verarschen, Alter? Gott. Geht auch. Ja, Kubi ist am coolsten eigentlich, also am kürzesten. Ja, waren gerade eben voll viele Leute dabei, die zugeguckt haben beim ersten Part. Irgendwie und dachte mir, ja, machst du gleich noch einen zweiten Part. Ich wollte aber den Part eigentlich nicht länger als eine halbe Stunde machen, dann wurde doch 15 Minuten länger auf 45. Aber ich habe nämlich gelesen, das Spiel soll nur 3 Stunden lang sein. Und wenn wir jetzt die nächste Stunde spielen, sozusagen. Dann müsste ich ja bloß noch 1 Stunde spielen, dann bin ich schon durch. Ist ja krass, oder? Das werden wir vielleicht immer machen heute. Einfach mal das Spiel, das ich mir gestern runtergeladen habe, mal durchzocken gleich. Weil es soll ganz cool sein. Und ich meine, Bandai Namco ist eh geil. Ja, hier funktioniert der Draufspringen. Ich muss da irgendwie von dem Hebel besser wegkommen. Das habe ich jetzt mit dem Season Pass in Mafia kopiert. Hab das jetzt. Ja, ich habe in irgendeinem Video das nochmal erklärt. Ich habe dir auch nochmal geschrieben, dass da irgendwie so ein Paket ist. Ich habe mir das nochmal angeguckt und so, finde ich. Habe mir da irgendwie nochmal ein paar Daten rausgezogen, so. Hab das Spiel leider immer noch nicht. Mein Kumpel vergesst jedes Mal mitzubringen, was richtig kacke ist, weil ich eigentlich den Season Pass zocken will. Und was natürlich auch ein paar Leute auf den Kanal bringt. Weißt du, natürlich. Ich will jetzt natürlich keine Likes und so geiern, aber das freut man natürlich schon eh, wenn man zwei, drei Leute hat, die sich wirklich die gerne angucken, den Season Pass von Mafia 3 und sagen, ey geil, Alter, dass du das zockst so und hast. Das freut mich richtig. Ach, nice.
Genau. Deswegen, aber ich habe das Spiel verborgt, so, weil er eh bald wieder abhaut, so, und naja, wenn. Mal gucken. Ob ich das irgendwie noch wieder kriege oder nicht. Ich hoffe mal schon. Und ja, was, wo sind die 976? Ja, danke, Alter. Jetzt fängst du schon an wie alle anderen. Also, es ist nie so. Also, warum ihr bei kleinen YouTubern immer denkt, dass alle Abo-Leute dabei sein müssen. Also, ich weiß, dass du es das natürlich aus Scherz wahrscheinlich meinst, aber, guck mal, bei Gronkh hat 4 Millionen Abonnenten. Und wenn er das macht, streamt, also hier Videos hochlädt, dann gucken meistens nur 10%. Also er hat meistens ja eine halbe Million, manchmal auch ein bisschen mehr. Klar. Aber trotzdem sind es immer nur 10%. Und wenn 10% von 1000 Abonnenten zugucken, sprich 10 Leute, dann ist das eigentlich schon das Maß der Dinge. Auf YouTube. Weil leider das ja Problem ist. So, ich so, ganz viele Leute gucken bei Mafia zu, ganz viele Leute haben bei Watch Dogs zugeguckt, haben mich ganz viele darüber abonniert, so. Und was soll ich jetzt machen? Soll ich den Leuten sagen, ja, guckt jetzt gefälligst immer zu, wenn ich irgendwas zocke, was euch nicht interessiert, so. Das ist schwierig. Es ist schwierig, so. Ich will natürlich jedem recht machen, so. Will aber auch selber natürlich Spaß haben beim Zocken. Und, ist halt schwierig, ja. Aber ja, wo sind die anderen? Wo sind die anderen Zuschauer? Ja, frag mich auch. Ist halt schade. Aber was soll ich denn machen? Ey? Soll ich jetzt alle dazu sagen, die nicht zugucken, ja, die abonniert mich bitte, damit ich genau weiß, wie viele Abos ich kriege? Also, ist schwierig so. Ist, ja, keine Ahnung, Mann. Ich mache das in erster Linie, um euch Sachen zu zeigen, die ihr vielleicht euch nicht gleich leisten könnt oder euch holen wollt, weil ihr nicht wisst, wie es ist. Wie das Spiel ist oder ob sich das lohnt so. Aber kannst du mir eine Freundschaftsanfrage senden unter Gamer? Nee, ja, wäre immer, also Kubi, wäre schön, wenn du mir eine Freundschaftsanfrage sendest. PS4. Muss ich verarschen, jetzt bin ich wieder in dem Raum. Ne, ist ein anderer Raum, wa? Oder? Ne. Was? Ach ne, jetzt kann ich aber hier durch. Ach so. Okay, krass. Also wenn du das machen willst auf der PS4, kannst du mich gerne ändern. Nimm ich es auch an gleich, aber wenn ich es jetzt suche und eingeben muss, dann dauert es halt. Ist halt ein Problem. Dass ich halt streame. Ein Livestreamer halt und kann halt nicht in dem Moment halt dann sozusagen, wenn ich jetzt das eingebe, dann sieht man halt kurz mal den Stream nicht. Und das ist blöd. Vor allem bei dem Spiel. Ist schon nicht so. Wart, 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 wart. Oh, zum Glück, Alter. Wow. Geile Drehzahl, Alter. Geile Drehzahl. Hi, Max. Da kommen wieder die Typen, die liken. Richtig nice. Freut mich, Max, dass du dabei bist. Wir folgen jetzt schnell mal dem Licht hin. Das Gefängnis. Oben links, was ihr glaube ich nicht sehen könnt, habe ich jetzt eine Trophäe bekommen, die heißt das Gefängnis. Eine Freundschaftsanfrage habe ich auch bekommen. Und das hat die Sache so, habe ich jetzt angenommen, jetzt seht ihr wirklich nur eine Sekunde nicht. Und wenn ich das selber eintippe, dann dauert es halt ewig. Ja, ich frage mich, wo Mike und so ist.
Ja, wo ist denn Mike? Der soll mal eine Freundschaft anfangen. Nein, los hier. Mit dem Spiel. Danke auf jeden Fall für das Liken erstmal. Liebe Leutchen von Häutchen. Wo ist denn die Partygruppe hier? Jo, liebe Leute, kommt mal auf jeden Fall vorbei. Ich streame gerade live Little Nightmare. Check mal alle aus und schreibt mal in den Chat, ob ihr Bock habt auf irgendwas anderes. Hast du Star Wars? Kubi, Alter. Du bist ja lustig. Ja, eigentlich ja, jetzt schon. Also eigentlich hätte ich es mir nicht geholt. Da hat aber irgendwie ein 15 € Angebot war und der E-Bruder Games-Kanal ja nicht nur von mir betrieben wird, sondern auch von meinem Bruder. Hat mein Bruder sich gestern das geholt, und wenn mein Bruder sich das holt, dann hake ich das natürlich hoch, ist klar. Wir teilen uns ja alles. Bruderliebe und so, wie du weißt. Und dadurch habe ich Star Wars Battlefront, ja, und das habe ich auch gerade runtergeladen. Aber habe ich halt, wie gesagt, habe ich auch auf dem PC. Wie gesagt, PC habe ich fast auch noch mal alle Spiele, die es so gibt. Okay, hier ist noch so eine Olle. Die müssen wir runterschmeißen. Ach nee. Ach nee. Ich dachte, das ist die Olle. Mach mehr Horrorspiele, das ist ein Horrorspiel, Digga. Das ist ein übelstes Horrorspiel. Wir werden hier auf jeden Fall jetzt noch mal eine halbe Stunde machen. Ach komm schon. Und dann. Geil, dann kann ich die anzünden, das ist schon mal cool. Lächerlich. Ah. Haha! Geniale Drehzahl. Das ist ja scary, Alter. Da beobachten wir schlafende Kinder, oder? Das ist denn alles. Und jetzt? Sind die Wichte? Was ist denn hier los? Wo sind wir denn hier überhaupt, Alter? Wie oft soll ich den denn noch machen? Hast du Steam? Ja, natürlich habe ich Steam. Leider schon. Ja, wo ist der Spiegel? Warte mal, Ding ja auch noch nach oben. Und vielleicht steht es auch weiter nach oben. Wenn hier so ein Wichtel langläuft, ist das eigentlich immer. Nee, also wie es aussieht, ist jetzt dafür gebaut, dass ich hier die Treppe hochhebe.
Noch einmal. Da ist schon ein Fenster, da können wir durch. Ein Schloss. Müssen wir da erst einen Schlüssel finden, oder? Deckel ist nicht kaputt. Ach, guck mal hier. Da müssen wir wahrscheinlich den Koffer erstmal ranziehen. Oder ranschieben. Auf jeden Fall danke für das Liken. Und ja, ich hab's Steam. Kennst du das Spiel Roblox? Nee, ja, kenne ich. Also Roblox kenne ich, aber finde ich nicht so geil. Ja, auf Steam muss ich mal gucken, wie ich heiße. Die sieht nicht mehr ganz hin. Ach, krass. Das ist wirklich so eine Nervenheilanstalt hier. Und da liegt der Schlüssel. Bloß Schloss öffnen hier. Machen wir jetzt als nächstes. Ach, meinst du, ich kann damit dagegen werfen? Ich? Das funktioniert krass. Ich bin auf jeden Fall noch 10 Minuten.